Circa 110 Millionen Mark kostete die neue Lackbeschichtungsanlage, installiert in den Jahren 1987 bis 89. Lackierung computerüberwacht. Die Lacksprühköpfe rotierten mit ca. 22.000 Umdrehungen pro Minute. Walzen aus Straußenfedern entstaubten die Karosserie, bevor der Decklack aufgetragen wurde. Das, was die Anlage nicht erreichte, geschah manuell. Die alte Presserei im Stammwerk. Da ihre Kapazität bereits in den 70er Jahren erschöpft war, mussten viele Karosserieteile außerhalb abgepresst werden. Das geschah vor allem in Sachsen und Brandenburg, in den Automobilwerken Zwickau und Ludwigsfelde. Und das war natürlich mit einem sehr hohen Transportaufwand verbunden. Darüber hinaus hatten diese Betriebe selbst Kapazitätsengpässe in den Produktionsbereichen Presserei, so dass sie diese Arbeiten schließlich nicht mehr durchführen konnten. Eine ähnliche Situation ergab sich für die Kleinteilpresserei. Hier in Eisenach West erfolgte 1976 der erste Spatenstich für ein neues Presswerk. Die erste von vier verketteten Pressenstraßen ging 1980 in Betrieb, die vierte 1984. In der alten Presserei im Eisenacher Stammwerk bestanden keinerlei Erweiterungsmöglichkeiten. In Eisenach West wurden nunmehr sämtliche Teile in eigener Regie produziert. Aber das Handicap der bisherigen Eisenacher Automobilproduktion war dadurch nicht beseitigt. Die relativ geringen Stückzahlen. Für eine kontinuierliche Produktion konnten immer nur kleine Losgrößen abgepresst werden. Hier ergaben sich durch das laufende Umrüsten der Pressenstraßen und das Auswechseln der tonnenschweren Werkzeuge zwangsläufig Verlustzeiten. Im Betriebsbahnhof Eisenach West trafen täglich, Sommer wie Winter, zwei Reichsbahn-Sonderzüge mit Wartburg-Fahrgestellen aus Gotha ein. Die in Spezialpaletten stehenden Fahrgestelle mussten bei jedem Wetter entladen werden. Dann kamen sie ins über 3 Kilometer entfernte Stammwerk in der Innenstadt. Der Fahrgestelltransport war notwendig geworden, weil das Automobilwerk Eisenach im Planjahr 1982-83 die Produktion kurzfristig um 10.000 Stück steigern musste. Denn die langen Wartezeiten auf den Wartburg-Pkw, die bis zu 16 und 17 Jahren betrugen, führten zu Unzufriedenheiten in weiten Kreisen der Bevölkerung. Die Übernahme der Fahrgestellproduktion durch das Kraftfahrzeugwerk Gotha ermöglichte diese kurzfristige Stückzahlsteigerung. Der komplizierte Transport war im Übrigen unumgänglich, denn das alte Werk hatte keinen Bahnanschluss. So arbeiteten sich die Traktoren Tag und Nacht in 3 Schichten mit jeweils 6 Fahrgestellen auf dem Hänger von Eisenach West durch die vom Verkehr ohnehin stark belastete Innenstadt. Bei einer täglichen Produktion von 250 bis 260 Wartburg bedeutete das ca. 45 Fahrten pro Tag. Im Hof des Stammwerkes dann die ganze Aktion in umgekehrter Reihenfolge. Zuerst mühsames und zeitaufwendiges Abladen der Fahrwerke per Autokran. Dann das Abstellen auf dem Werkhof oder der direkte Transport mit Spezialelektrofahrzeug in die Wartburg-Endmontage. Am Beginn des ca. 200 Meter langen Endmontagebandes
fand die sogenannte Fahrzeughochzeit statt. Erstes Rendezvous von Karosserie und Fahrwerk. Bedingt durch die Bauweise des Fahrgestells war die Fahrzeughochzeit beim Wartburg noch eine echte. Denn das Chassis übernahm, anders als bei Autos mit selbsttragenden Karosserien, den Aufbau und alle tragenden Funktionen. Das Automobilwerk Eisenach hatte ca. 480 direkte Zulieferer. Deren Einzelteile und Material gelangte hier am Endmontageband zum Einbau. Dazu gehörten Schrauben und Kabelbäume, Innenausschläge und Sitze, ebenso wie Gummiabdichtungen und Sicherheitsglasscheiben. Am Ende des Montagebandes dann die Funktionskontrolle auf der sogenannten rollenden Landstraße. Bis 1976 mussten die Fahrzeuge draußen auf den Straßen Eisenachs bis zu 20 Kilometer eingefahren werden. Dazu nutzte man auch die an Eisenach vorbeiführende Autobahn. Ständig wachsendes Verkehrsaufkommen ließ dann diese Prüfungen auf der Straße nicht mehr zu. Hier wurden Zylinderköpfe komplettiert. Der Lizenzvertrag von 1984 mit der Volkswagen AG zur Produktion von Polo- und Golfmotoren bescherte Eisenach West eine Zylinderkopffertigung mit modernen Taktstraßen. In der Montage übernahmen Automaten Kontrollfunktionen. Dazu gehörten eine Laserstrahlkontrolle der Ventilkeilsitze sowie Lecktests der Ventile. Eine sinnvolle Synthese zwischen vollautomatischem Arbeitsablauf und menschlicher Arbeitskraft war gefunden. Am Ende dieser Montage blieb jedoch die letzte Kontrolle dem qualifizierten Facharbeiter vorbehalten. Durch den Quereinbau des neuen Viertakttriebwerkes in den Wartburg 1.3 ab Oktober 1988 wurde dessen Karosserievorderbau verändert. Auch die vordere Spurweite musste verbreitert werden. Produziert hat man den neu gestalteten Vorderaufbau in Eisenach West. Hier wurden die vorderen Kotflügel, die Motorhaube sowie das Mittelteil punktgeschweißt. Moderne Schweißroboter standen in den jeweiligen Fertigungsnestern um entsprechende Karussellvorrichtungen. Diese nahmen die einzelnen Blechteile auf, arretierten sie und fügten sie zusammen. Auch hier wieder vollautomatische neben manuellen Arbeitsgängen. Die Halle diente gleichzeitig als Lager für die fertigen Karosserieteile vor dem Transport in das Stammwerk. Der Einbau des Golf-Viertakters setzte die Herstellung eines neuen Getriebes voraus. Das bedeutete Investitionen auch im Stammwerk in den Jahren 87 und 88. Die Neuerungen betrafen alle Teile des Getriebes. Das Bearbeiten der Rohlinge, das Verzahnen der Wellen- und Getrieberäder sowie die Bearbeitung der Gehäuse, Synchroneinrichtungen und Schaltelemente. Besonders bei den Verzahnungsarbeiten wurde eine ganze Reihe von teilautomatisierten Maschinensystemen eingesetzt. Das gewährleistete hohe Qualität und hohe Stückzahlen.